suffer every night. Mach das Ding doch weg! Mach das Ding doch weg! Oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Willkommen zu wieder einem deutschen Gameplay, Audio-Test, Outriders Gameplay. Das Wasser schaut hier ein bisschen eigen aus. Ist das ein Thumbnail-Platz? Wo ist das gute Licht für das Thumbnail? Wo kriege ich mein Thumbnail? Letztens hatten wir da ein tiefer Thumbnail. Machen wir wieder ein tiefer Thumbnail rein? Oh, Audio-Test, Outriders nenne ich's. Diesmal. Wir spielen auf der härtesten Schwierigkeit. Wir werden unser Metall testen. Ja, ich bin Metall. Ich bin Stahl. Ich habe keine Ahnung, was ich reden wollte jetzt. Oh je. Ich spüre schon, wie ich eingehe. Ich bin nicht gut genug. Ich weiß es jetzt schon. Das wird nicht, was ich haben will hier drin. Komm schon, bringen wir die Großen. Ich hole sie mir einfach. Ich werde hier eingehen bei meinen Audiotests. Die Schwierigkeit ist zu hoch für Audiotests. Aber wir testen haufenweise Sachen. Da ich haufenweise Audioprobleme in letzter Zeit auch hatte. Wo ich zwei Möglichkeiten schätze, dass es daran gelegen ist. Erstens, ich habe OBS zwischendurch nicht immer satt mit Katzin. Auch wenn nur ein Monster Katzin. Ich habe OBS nicht immer als Administrator ausgeführt. Daran kann es liegen. Und zweitens das Mikrofon, das ich verwendet habe. Das heißt Electro Voice. Also es sollte keine Überraschung sein, dass ein Bassing-Geräusch gekommen ist. Hat ein Bassing-Geräusch gemacht. Also gleich ein kleines elektrisches Vibrieren, kann man sagen. Dass die Audio natürlich ein bisschen verstört hat. Das war ein Problem. Das soll natürlich nicht sein. Munition. Uff. Komm schon, hupft's her. Ah, jetzt stirbt's einfach so, das kleine Ding. Das war nicht der Plan. Machen wir das Ding halt kaputt. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen meine Konzentration verlieren, hin und hier. Hin und hier, hin und wieder jetzt. Da ich ja auf der schwierigsten Schwierigkeit dieses Teil spiele, wo ich mich eigentlich auf die Schwierigkeit hundertprozentig konzentrieren sollte. Konzentrieren. Man merkt's. Ha! Ausgewichen. Aber ja, eigentlich will ich hauptsächlich über die Audioprobleme reden. Und dann auch ein bisschen Outriders das zocken, dass ich vorhabe, bis Wurzlea das Spiel immer wieder ein bisschen zu posten, Deutsch oder Englisch, und dann Wurzlea zocken und ein Let's Play von diesem Spiel mal machen, was ich schon länger vorhab. Ein gutes High-Action-Spiel. Aber zurück zu den Audioproblemen. Ich habe haufenweise von meiner Kette durchgetauscht und das kann wenn dann an den zwei Sachen liegen. Ich glaube, es wird am Elektro-Voice-Mikrofon liegen. Around an obelisk mechanism. Seems they were trying to activate it. Und während ich das getestet habe, habe ich auch andere Sachen in der Kette rumgetestet, ausgeswitcht, dann neue Sachen eingestellt, ein bisschen mit Equalizern und Limitern gearbeitet. Um zu schauen, ob ich noch die Qualität ein bisschen besser machen kann. Das, was ich jetzt gerade habe, ist der Versuch. Sehe ich schon der zweite Versuch. Ich habe eine Outrider-Partie davor schon mal gespielt, um es zu testen, wo ich nicht wirklich happy war mit der Qualität und das Video auch gelöscht habe. Und jetzt ist der nächste Versuch hier. Ich hoffe, dass dieses jetzt klappt und besser ist. Der andere Versuch habe ich auch auf einer leichteren Schwierigkeit gespielt. Sollte es sowieso nicht zählen. Dann zusätzlich habe ich mir jetzt noch eine Seitenlampe hergestellt, um mein Gesicht besser zu beleuchten, was ich auf einer Seite hasse, weil es
leicht blendet, aber zwischendurch habe ich gesehen, dass überhaupt nicht im Dunkeln spiele in der Nacht, dass meine Gesichtsbeleuchtung einfach nicht gut ist. Wo ich dann unnötig böse ausschaue. Das kann ich mir natürlich nicht leisten als Österreicher, noch böse auszuschauen, als ich eigentlich schon bin. Ja. Bin eh schon böser Stereotyp. Weiß, klein mit Napoleon-Komplex, bin dann normal groß. Österreichisch. Wow. Und solche Sachen. Nein, hör auf mich zu attackieren. Oh. Der Themawechsel war ein bisschen eigen. Reden wir wieder über Audioprobleme, während ich diesen Typen hier vernichte mit dem Feuer. Feuer und Spucke. So vernichten wir ihn. Die Musik habe ich ein bisschen lauter gestellt. In diesem Spiel auch. Nicht nur in Tiny Tina. Ich habe mir, eine Sidechaining Ducking Funktion eingestellt bei einem Kompressor. Das heißt, dass automatisch das Spielaudio ein bisschen leiser gemacht werden soll, wenn ich rede. Das wird getestet. Ob das funktioniert. Oh, es kommen mehrere kleine wieder. Einfach mal durch. Schießen. Das ist kein kleiner, der. Das ist kein kleiner. Konzentration. Okay. Haben wir schon mal guten Schaden hinbekommen. Wo ist er? Oh, da ist er. Ich muss da Booker wegmachen. Oh, okay. Das Gute wird sein mit der Musik. Ich glaube, wenn das Sidechaining funktioniert, das Ducking. Als Sidechaining Schrägstrich Ducking. Dann, wenn ich nicht rede, sollte die Musik gut übernehmen und ziemlich präsent sein, sodass immer ein bisschen Lautstärke dabei ist. Obwohl bei Tiny Tina's Wonderland ist anscheinend ziemlich oft keine Musik dabei. Ah, sehr schöner Schaden. Wenn ich es hier durchschaffe, bin ich schon ziemlich auf Endlevel-Stufe in diesem Spiel. Vom Schwierigkeit her. Aber sobald die fliegenden Typen spawnen, wird es dann erstmal richtig schwierig. Alles andere ist hier noch leicht. Oh. Ich weiß nicht, wie die ganzen Leute mit Beleuchtung im Gesicht Sachen Content aufnehmen. So viele Webcams haben mir eine extra Beleuchtung. Das habe ich einmal kurz probiert, mir direkt hinter der Webcam ein Licht hinzustellen, das auf mich blendet. Meine Augen zu sehr ruiniert. Oh, Spinnen. Das ist Granatenfutter. Oh, Dodging. Immer schön rennen. Dieses Spiel. Das die Kleinen weg. Ich meine, die sind nicht ganz klein. Die sind so ein bisschen größer da. Ich habe, wie ich das Spiel in Englisch gespielt habe, ein bisschen mehr mit ohne Headset aufgenommen, wodurch ich besser meine Stimme kontrollieren kann, weil ich sie besser selber höre. Wo ich gemerkt habe, wenn ich laute Musik im Spiel oder laute Audio im Spiel habe, dass ich automatisch lauter rede. Das gibt Sinn, normal. Und deswegen alles ein bisschen lauter ist, was von mir kommt. Und im Englischen
habe ich meistens ohne Headset gespielt, aber das Problem ohne Headset spielen ist, dass ich mich nicht so aufs Spiel konzentriere und nicht alles höre. Gibt es ein schönes englisches Wort dafür, Sound Whoring. Ich weiß nicht, warum das Wort Whoring so viel benutzt wird. Ich glaube nicht, dass es dafür eine deutsche Übersetzung gibt. Geräuschschlampen. Eine Geräuschschlampe. Hat gerade nicht so viel Sinn für mich. Ich würde abhören eher sagen. Aber es klingt viel feiner als das englische Wort dafür. Neben. Nehmen wir dieses Ding weg. Ich habe es noch nicht probiert, irgendwas hier auf Endlevel zu spielen. Normal bin ich auf jeden Fall zu schwach, da ich in meinen englischen Sessions ziemlich viel gestorben bin. Ist der Typ einfach gestorben jetzt? Okay. Ich hoffe, euch gefällt mein T-Shirt. Ah. Jetzt habe ich nicht mehr zu sagen. Und jetzt kommen auch schon die fliegenden Moskitotypen, die ich so liebe. Absolut lame, du der Typen da. Yep, genau hier. Die brauchen auf jeden Fall die stärkere Schussattacke. Okay. Was gibt's hier sonst noch? Taktik wird sein, zurück in die Höhle dann stürmen. Vielleicht finde ich auch die letzte Folge irgendwo. Wie schon gesagt, die hat Defense Herz der Wildnis geheißen. So wie die Map auch heißt. Nur halt mit dem Wortwitz. Tiefer Lockhart. Granatenschaden. Dodge von mir. Noch einmal eine Stunde oder was das auch dauern wird hier spielen, wird mir schon meine Finger wehtun. Oh, ich habe was Fliegendes gesehen. Ui. Die machen so viel Giftschaden, die Typen. Das ist gar nicht cool. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Nicht aufhören schießen, haben sie gesagt. Ist down das Ding? Nein, Mist. Oh, Mist hat mich getroffen auch noch. Das ist jetzt ganz blöd. Granatenschaden, komm schon. Ich sehe gar nichts, ich sehe gar nichts. Ach, das Ding da oben doch weg. Ich hasse dieses Ding. Habe ich gerade meine Spezialmuni eingesetzt? Ja. Ist egal. Machen wir mal da ein bisschen Granatenschaden. Auf mich zu vergiften. Das sollte das Problem erledigt haben. Ah, Mist, wieder so welche. Was soll ich? Außer euch, verdammt nochmal. Ich bin nicht mal gestorben. Schau dir das Ding an. Dicht mich einfach in den Rücken. Habe ich es erledigt? Der nächste von denen. Granatenschaden.
Oh, meine Augen brennen noch schon. Und jetzt haben wir diese vier hässlichen Bastarde. Ah, wo ist der Sniper? Upsi, falscher Taste. Das Spiel passiert nicht übrigens. Es geht einfach weiter. Naja, das ist nicht wirklich der Schaden, nachdem ich gesucht habe. Also freeze den kurz, wenn dann was. Ja, das wird ein bisschen dauern jetzt. Oh, ich könnte hier eine Pause machen eigentlich. Ist ja nicht so langsam, die kommen da nicht drauf. Oh, nehmen wir das andere Sniper noch kurz her, vielleicht macht das mehr Schaden. Coole Maske, ich weiß. Oh je. Ja, das wird dauern. Wisst ihr was? Ich mache hier einen Cut. So circa 10 Minuten später. Circa wirklich, ja. Genau so. Ich bin noch immer nicht ganz durch. Das mit der Shotgun geht es leichter als mit dem SMG und dem Sniper, was ich probiert habe. Das Problem war, dass ich das letzte Mal da schon Probleme hatte. Und das wird diesmal nicht brauchen. Also lieber auf Nummer sicher. Weil der nächste Teil wird ja schwierig genug. Wir wollen das Level ja schaffen. Wir müssen es schaffen. Für tiefer. I have the approximate location of a pod for you. Das ist doch ein Thumbnail, oder? Sehr schön. Thumbnail Spiel Nummer 1 nach Dying Light. Ja, das wird schwierig. Das haben nur viele von denen. Nein, lass mich raus hier. Mach die großen weg. Okay. Mach mal kleine offenbar weg. Der Giftschaden hat mich gut getroffen. Deswegen hasse ich diese Dinger. Weil sie einfach so einen fetten Sprung haben. Genau diesen Sprung. Nein, nicht hupfen. Granatenschaden. Kein Muni mehr. Das ist schlecht. Wo war da die Muni? Hier, genau hier. Nein, weg mit euch. Verdammt nochmal, hör auf, mich zu anzurufen.
Keine Manieren. Oh. Okay. Ich renne mal eine Runde. Wenn ich jetzt zu schnell. Wenn ich jetzt zu schnell leer schieße, ohne meine super Schussfähigkeit zu haben und der nächste Boss kommt, dann bin ich auf Disadvantage. Deswegen machen wir jetzt auf Nummer sicher hier. Soweit wie wir schon gekommen sind, wollen wir das jetzt auch schaffen. Und eben. Okay, so, voll aufgeladen. Kann losgehen. Machen wir schon mal bei denen ein bisschen Schaden. Ganz wichtig. Das hat mir gerade nur eine kleine Welle gegeben. Sollte ich mich nicht beschweren können. Hopp! Hätte nichts sagen dürfen. Da ist schon die große Welle. Oh, und da ist schon der erste Boss. Okay. Da haben wir mal ein bisschen Schaden. Granatenschaden. Granatenschaden. Granatenschaden, 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 Granatenschaden. Und dann schon Muni leer. Ich sehe schon hinter mir, wie sie mich anchargen. Ein Schuss verfehlt. Ein Schuss zu viel verfehlt. Okay. Und diese zwei Dinger mal weg. Jeder Schuss ist was wert hier, überhaupt die guten Schüsse. Nein. Auf mich zu dodgen. Nein, zu attackieren. Nein, lass mich einfach in Frieden, Mann. Hab's gesehen. Oh, wenn das Sturmgewehr nur auf einer Stufe höher wäre. Also ein SMG ist es ja. Dann wäre alles in Ordnung. Den kleinen Futter lasse ich mir zur Sicherheit am Leben. Selbst wenn sie mich anspucken. Und das gerade Schaden macht. Verdammt, macht das gerade Schaden. Okay, weg mit einem. Das gibt mir wieder genug Leben. Upp. Komm um die Ecke. Die Ränder. Ah, das war so einer. Feuerschaden, das ist nicht mal der Endboss übrigens. Die Spiele dauern schon ewig lang dann. Und der Endstärke. Er kommt für den Angriff. Und dann wird auch noch Verstärkung rufen. Ich glaube, es gibt noch eine Tafel tiefer hinein. Ja, wieder ein tiefer Witz. Ganz clever, ganz clever. Den hat er rückwärts geschossen. Ganz cool, der Typ.
Ah, er hat mich getroffen. Grüß Feuer, Feuer und Spucke. Macht ziemlich viele Horizon References dafür, dass ich es nicht spiele. Sehr schön. Moni zuerst. Alles ist aufgeladen. Nochmal was trinken. Multitasking, trinken und dodgen. Wäre perfekt für Dodgeball geeignet. Aus geht ihr weiter. Das war nur eine kleine Zwischenzone. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Alles passt. Alles passt. There's the pod, but it looks like the forest has claimed it for itself. Oh, ja, das wird ein Albtraum. Das wird ein Albtraum. Hallo Licht. Sehr schön, blendest du mich, damit ich mein schönes T-Shirt beleuchten kann. Whoa, the whole forest seems to be pissed at me. Where the hell did the pod go? Where did it come from? Where did it go? Where did the pod from? Pod. Here it is. Okay, machen wir diese Dinger weg doch. Y'all look pretty angry, I get that. But I'm still gonna need that pod back. Ein Spinnensand. Explosivfutter. Genau das. Genau das. Was hier? Apropos Explosivfutter. Oh, das ist schon der zweite. Oh je. Oh, wie habe ich das denn getauscht? Ich glaube, er blockt gerade für mich alles, was da kommt. Mach das Ding doch weg. Mach das Ding doch weg. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh. I'm sweaty as all hell. Ich hab's ins Englische schon wieder gewechselt. Wieder was. Oh, nein. Mehr von denen. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Oh.
Ja. Ja, so, ich hätte jetzt viel Content vom Gereden erwartet. Reden gerade gar, geht gar nicht. Reden geht gerade gar nicht. Reden geht gerade gar nicht. Oh ja, das ist noch nicht vorbei. Es ist ja noch nicht vorbei. Reden? Nein, das hat dafür keine Zeit. Okay, was haben wir hier noch stehen? Haufenweise Schrotter. Und dunkel ist es auch wieder geworden. Oh. Da haben wir nochmal irgendeinen von denen, der noch nicht ganz lebt. Nicht ganz lebt. Einer sollte schon ein bisschen mehr beschädigt sein als die anderen, das würde ich sagen. Das ist genau, was ich meine mit zu nahe kommen. Sehr gefährlich. Lass mich raus hier. Nein, hört auf, mich freezen zu wollen. Slow and steady wins the race again. Ach, auch mit dieser Attacke. So gefährlich die Dinger. Dann habe ich sie alle auf meiner Seite. Nein, hör auf. Oh. Dass ich einen, nicht einen weniger nehmen kann. Einen weniger vielleicht. Hier, da, ja, der Tschüss. Ich habe ihn nicht wegbekommen. Und ich habe noch ein bisschen Schaden genommen. Ei. Oh, hör auf. Einer von denen ist fast schon tot. Wer ist es? Los. Nein, der ist es. Ja, das wird wieder ein paar Minuten dauern. Muss mal ohne skippen. Aber das war's dann nach diesem Fight. Nein, es ist ja genug. Es ist genug. Ich gehe um Circle.
Einer hat mich getroffen. Schon wieder. Ah, Mist. Epischer Bossfall. Das sind die Fights, die wir haben wollen auf diesem Kanal. Die epischen Bossfights. Weg mit dir. Mist. Hat mich wieder getroffen. Okay, ihr macht alle das, ich mach das Verstecken. Ich hoffe, ich habe nur noch zwei. Zu knapp. Weg mit dir. Boah, ich habe eine Stufe weiter geschafft. I found the pod and the beast responsible for your missing people. Beasts were too quick. Never gave them time. Outrider detected. Thank you, Outrider. Access granted. We can finally put them to rest. Nein, nicht das. Das. Rand der Zeit. Ist noch was Goldenes? Sieht nicht so aus. Ach, ich hoffe, die Handschuhe sind es wert. Handschuhe. Ich habe schon gute Goldene. Rand der Zeit. Das klingt doch gut. Wir hauen es mal drauf. Oh, danke fürs Zuschauen. Wir haben es weiter geschafft. Big Progress. Peace out.